Oh, die machen uns ganz schön kalt hier. Da haben wir ganz schön Probleme. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal bei YouTube. Euer Skynet Cyberdyne begrüßt euch zu der nächsten Runde, so wie ihr es euch ausgesucht habt, mit Entschrouded. Ja, meine Lieben, wir haben ja jetzt schon zwei Folgen hinter uns und miteinander verbracht und nun heute in Folge 3. Ihr seht, ich habe mich hier mal eine Runde hingelegt und zwar hat das den Grund, dass als ich das letzte Mal offline gegangen bin, in der letzten Folge, wurde es schon ziemlich dunkel und das Spiel ist so schön, wir werden auch irgendwann mal in der Nacht unterwegs sein, aber an der Stelle habe ich mir einfach mal überlegt, es ist im Miasma sowieso schon dunkel, das müssen wir im Endeffekt auch nicht noch in der Nacht machen und an der Stelle gehen wir jetzt einfach mal unsere ersten wirklichen Schritte ins Miasma. Wir waren zwar schon im Miasma, das wisst ihr ja, ne, in der ersten Folge, wo ich mich schon ein bisschen verlaufen habe. Und hier an der Stelle gehen wir aber jetzt mal bewusst ins Miasma. Bleib auf dem Pfad, auf dass du nicht der Brut des Miasmas zum Opfer fallen mögest. Die Erlösung ist nah. Naja, wir sind mal gespannt. Und da ich ja schon weiß, was wir brauchen, wir werden definitiv hier einmal unsere Axt rausholen. Und werden mal hier den Baum fällen, weil dieser Baum hat was ganz Besonderes. Dadurch, dass der hier nämlich im Miasma steht, haben wir hier die Möglichkeit, besonderes Holz zu farmen. Und das brauchen wir, um besondere Gegenstände herzustellen. Und deshalb haben wir jetzt hier erstmal den Miasma-Block freigeschalten. Es gibt neue Rezepte, ihr merkt das. Und da höre ich schon die ersten Geräusche. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich auf dem Weg bleiben. Haben wir auch fast gemacht. So, und da vorne ist schon der nächste Gegner. Das hat doch relativ gut geklappt. Oh, was hat der denn dabei? Ein Ring. Das ist ja was Schönes. So, der andere. Wo war der jetzt mit seinem Zeug? Eigentlich hier auch irgendwo. Den finde ich jetzt nicht mehr. Das ist ja auch blöd. Na gut, dann ist das so. Hoffentlich hat er nichts Wichtiges dabei gehabt. So, hier gibt es noch was Neues. Diese Sanduhrkapsel stellt deine verbleibende Zeit im Miasmas wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Genau, also ihr seht ja oben unsere Miasmas-Zeitstrahl, der geht ja langsam zurück. Und wir nutzen aber die Zeit nochmal so ein bisschen im Miasmas. Im Miasma. Und gucken mal, ob wir hier vielleicht noch mal ein Bäumchen fällen können. Also ich bin da die ersten Male, bin ich völlig aufgeregt gewesen, dass ich zugesehen habe, so schnell wie möglich wieder aus dem Miasmas rauszukommen. Aber wenn man natürlich weiß, dass man so eine Kapsel im Hintergrund hat. So, hier ist wieder, ach, vielleicht droppt der auch nicht immer was. Das kann natürlich auch sein. So, wir holen mal hier nochmal unsere Axt raus. Wenn man so eine Kapsel im Hintergrund hat und weiß, wo die liegt, dann kann man in dem Sinne ein bisschen entspannter sich hier aufhalten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten auch. Also man kann das einmal mit so einer Kapsel machen. Da ich hier die Gegend so ein kleines bisschen auch kenne, gibt es auch die Möglichkeit herzukommen und wenn wir jetzt hier in diesem Startgebiet sind, können wir auch dahin, wo kein Miasma ist, wie zum Beispiel hier, und dann seht ihr, dann füllt sich im Endeffekt auch der Miasma-Zeitstrahl wieder. Also wir sind hier in der normalen Ebene, ne?
Wenn wir jetzt hier wieder rüber gehen, jetzt sind wir wieder im Miasma. Jetzt sind wir wieder nicht mehr im Miasma. Noch eine Besonderheit, wenn wir im Miasma sind, geht mal auf eure Karte und versucht mal, wir können auch Schnellreise machen, versucht mal aus dem Miasma mit einer Schnellreise rauszukommen. Das funktioniert nicht. Also solange ihr im Miasma seid, könnt ihr euch nicht mit dem Schnellporter, mit der Schnellreise bewegen. Aber wenn ihr nicht im Miasma seid und auf eure Karte geht, dann geht es. Ja, also das auch als Hintergrund. Wenn ihr mal im Miasma irgendwo seid, versucht irgendwie und schnell weg wollt, dann guckt, dass ihr eine Stelle findet, wo ihr im Endeffekt kein Miasma habt. Das ist nicht hier überall so. Also nicht immer hat man den Vorteil, dass es solche luxuriösen Inselchen gibt. Aber hier an der Stelle gibt es die. So gibt es zwei Möglichkeiten, die Miasma-Zeitkapsel oder das Miasma in dem Sinne hin zu umgehen. So, wir gehen jetzt mal hier hinten. Ah, ist auch ziemlich weit schon. Aber ich brauche eigentlich das Holz noch ein bisschen. Wir werden uns mal hier noch mal ein paar Bäumchen fällen. Gehen aber nicht zu weit. Weil wir haben ja einen Auftrag und ich will jetzt auch nicht schon zu weit von dem ursprünglichen Weg, den man halt von der Quest her einschlagen würde, abweichen. Aber das ist halt der Punkt, wenn man das schon mal ein bisschen gespielt hat, dann kann man sich den Luxus mal leisten und auch mal auf Abwägen sein. So, aber jetzt gehen wir definitiv zu... Na, wobei, wartet mal, ich würde vielleicht noch eine Sache gerne machen. Ich hole mal meine Hacke raus. So, und das hier ist auch Zeug, was wir abbauen können. Das ist nämlich Myzel. Und da nehmen wir mal ruhig ein bisschen was von mit. Die Betonung liegt auf ein bisschen. Skynet jetzt nicht wieder durchdrehen und hier alles abbauen. Aber ein bisschen was nehmen wir uns davon mal mit. Das brauchen wir noch für später. Gut. Okay. Haben wir soweit gemacht. Wir rüsten uns jetzt wieder mit unseren Waffen aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo war ich denn? Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. Nee, das ist der falsche Weg. Da ist meine Brücke. Wir müssen hier lang. So, jetzt nehmen wir die Kapsel aber mit, damit wir das auch einmal zeigen. So. Und ihr seht, zack, der Balken füllt sich auf. So, jetzt läuft der Babbler runter. Und jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir aus dem Miasma rauskommen. Weil ansonsten haben wir das Problem, dass wir hier verenden. So, aber wir gehen jetzt hier einfach den Weg noch weiter lang. Ne, wir wollen ja da oben zu der 255, also wir sollen ja hier noch einen Überlebenden retten. Das ist ja unser Hauptaugenmerk. So, hier sehen wir schon wieder, okay, hier haben wir schon wieder Luft zum Durchatmen. Oh, hier finden wir was Neues. Nägel und ein Stein. Nägel ist cool. Nägel ist cool. Feuerstein hatten wir auch schon mal. Haben wir schon abgebaut. So, jetzt noch eine Besonderheit. Wir verbrauchen für gewisse Sachen verbrauchen wir Ausdauer. So, wie jetzt zum Beispiel hier hochgehen. Und beim Klettern kann es mitunter passieren, dass ihr zu wenig Ausdauer habt und gewisse Sachen nicht hochkommt. Dann gibt es halt die Möglichkeit, so wie ich es jetzt euch einmal zeige, dass wir mit der 5 Wasser trinken und somit unsere Ausdauer ein bisschen erhöhen. Aber es gibt ja auch andere Sachen, um Ausdauer zu erhöhen. So, das nehmen wir mal hier mit. Das ist ein besserer Mana-Trank. Gut, den werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. So, was haben wir hier hinten noch Schönes? Hier gibt es schon wieder eine Möglichkeit zu kochen. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas, was wir gerade kochen müssten? Ja, Tatsache. Haben wir. Dann machen wir das auch gleich. Dann regenerieren wir uns mal wieder, setzen uns mit X hin. Na, wir sind nicht nah genug dran.
und kochen hier unser Fleisch. Denkt dran, nicht zu lange drücken. Jetzt loslassen. Ansonsten, wenn ihr länger drückt, kriegen wir wieder Teer. Den wollen wir ja aktuell nicht. So, wir ruhen uns nebenbei oben links aus. Und wir stellen auch gerade fest, dass da wir bloß noch einen Slot haben, der mit dem Wasser gefüllt ist. Wir könnten also, wenn wir hier dann mal wieder aufstehen, könnten wir auch herkommen, wieder mal was einschmeißen. Wir schmeißen uns also mal was zu essen ein. Wir schmeißen uns auch gerne mit der 4 den Honig rein. Und ja, hier gibt es das nächste Bett. Und den nächsten Brief. Es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares, nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig. Ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nah ist, solche Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante 5. Grades Brüelin nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch selbe raue Natur. Okay. So, hier soll eine Mine in der Nähe sein. Ich habe gar keine Mine gesehen. So, mal gucken hier. Hier soll es eine Mine geben. So, was ist das hier für ein Strauch? Den hatte ich auch noch nicht. Dann wir lassen den mal auswählen. Aber dann werden wir wahrscheinlich wieder... Nee, das war einfach bloß Holz. Okay. Kein besonderer Strauch. So, da von da hinten kommen wir, ne? Und jetzt haben wir uns hier durch das Meer erstmal durchgearbeitet. Brücke ging nicht. So, jetzt soll hier irgendwo eine Mine sein. Na okay, lassen wir die Mine Mine sein. Wir gucken, dass wir weiter in Richtung Überlebenden kommen. Wenn wir schon mal die Axt in der Hand haben, können wir auch sie benutzen. So, jetzt gehen wir wieder in Kampfmodus. Dann lasst uns mal weitergehen. So, als nächstes werden wir mal gucken, dass wir... Oh, hier haben wir noch mal ein paar Nester. Wartet mal, das wäre natürlich auch cool, wenn wir uns noch mal ein bisschen Honig besorgen könnten. Oh, da sind schon die... Gar nicht so einfach hier, die zu erwischen mit unserer mal. Oh, die machen uns ganz schön kalt hier. Da haben wir ganz schön Probleme. Schmeißen wir uns mal ein Dings ein. Das ist vielleicht nicht so die beste Waffe für den Schwarm. Uiuiuiui. Hat jetzt ganz schön Punkte gegeben, aber die haben uns auch ganz schön den Arsch aufgerissen jetzt hier. Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wie viele Schwärme das jetzt waren. Gefühlt 10. So, aber wir wollten ja hier im Endeffekt ran und das ist natürlich jetzt das Schöne. Wir holen mal gleich die Axt einmal raus, weil hier sind mehrere
Nester im Baum drin. Die werden wir natürlich alle einmal aufschnabbeln. Einmal wegen dem Wachs, was natürlich super ist, aber noch viel wichtiger der Honig. Den können wir ja immer zu uns nehmen und futtern. Oh, dich nehmen wir auch noch mit hier. Gut, okay. Dann haben wir jetzt wieder jede Menge Möglichkeit, Honig zu haben. Schmeißen wir uns ruhig einmal Honig nochmal ein. So, was haben wir sonst noch? Fleisch haben wir noch. Wir können uns nochmal Beeren, wenn wir wollen, gönnen. Die müssten wir... Da müssten wir aber jetzt den Modus wechseln. Genau. So, und dann sind wir wieder versorgt. Alle Nahrungsslots belegt. Okay. So, nächste Sache. Wir hatten ja jetzt hier die Situation und wir sehen es vielleicht, oder ihr seht es vielleicht, da hinten gibt es einen, ich zeige euch das mal mit dem, da hinten gibt es einen, der läuft da rum. So, jetzt haben wir hier mit C die Möglichkeit, uns ein bisschen zu ducken und in dem Sinne hin anzuschleichen. So, jetzt haben wir hier noch eine Möglichkeit, genau, hier schreibt das gerade, Büsche können dich verbergen, wenn du dich in ihm befindest, drücke C, um dich zu ducken und zu verstecken. Benutze sie, um dich an Gegner heranzuschleichen. So. So, und so haben wir die Möglichkeit, uns hier an ihn heranzuschleichen. Und wenn wir ihn nämlich von hinten so angreifen... Ihr merkt vielleicht gerade in meinem Kampfverhalten, wenn ich die rechte Maustaste drücke, blocke ich. Und mit der linken Maustaste teile ich aus. Ich versuche also immer, die Angriffe von ihm zu blocken. Und dann anzugreifen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Das haben wir doch relativ gut gemacht. So, schmeißen wir uns mal wieder eine Beere rein. Dann regenerieren wir uns wieder. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, hier hinten leuchtet es schon wieder. Ja, das ist cool. Guck mal hier. Das können wir einmal plündern. Metallschrott. Und ihr seht ja, dass unten unsere Waffen schon wieder relativ kaputt sind. Und ihr wisst ja, dass eine Werkbank uns repariert. Und genauso tut es auch hier dieser Amboss. So, wenn wir jetzt hier einmal raufdrücken, zack, sind alle Gegenstände wieder repariert. Super. So, wir lesen mal. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Ratschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Seelenkessel hält, als ob mein Leben davon abhänge. Und das tut es wohl auch. Das ist der Balthasar, den haben wir oben getroffen. Der ist da eingeschlafen auf der Bank, wo wir den ersten Zettel gelesen haben. Das ist hier übrigens ein Seelenkessel. Und der experimentiert sozusagen mit dem Seelenkessel so ein bisschen rum, dass der funktioniert. Also... Wir sind ja aus einem See oder sind ja einem Seelenkessel entsprungen. Und da hinten oben leuchtet es auch noch. Da rennen wir auch mal gleich mal einmal noch hin. So, davon lassen wir mal die Finger. Das ist nämlich sehr explosiv. So, und sowas hier können wir auch kaputt machen und bekommen... tolle Sachen. Besser ist es allerdings, wenn wir vielleicht was anderes nehmen. Wir nehmen mal hier vielleicht die Spitzhacke. Damit machen wir ein bisschen mehr Schaden. Und ach so, mir fiel da übrigens ein, wir haben ja vorhin noch einen Ring eingesammelt. Den müssten wir hier eigentlich noch irgendwo haben. Ja, guck mal hier.
So, den rüsten wir mal wieder aus. So, und wenn wir jetzt gucken auf Charakter, dann sehen wir, haben wir einmal einen, der 8 Ausdauerpunkte bringt und 10 Lebenspunkte. Das ist der, den wir gerade rangemacht haben. Und das ist hier unser erster. Also ringtechnisch sind wir jetzt auch schon mal gut ausgerüstet. So, was haben wir hier noch? Wasser und Metallschrott. Metallschrott ist übrigens sehr wichtig. Wenn ihr irgendwo Metallschrott immer findet, immer nehmt Metallschrott mit. Sehr, sehr wichtig. So, okay, dann gehen wir mal einmal hier hoch. Schmeißen uns mal wieder noch eine Beere rein. So, hier gibt es noch was zu lesen. Aber hier gibt es auch eine Truhe. Okay, da haben wir noch mal explosive Schwarzpulverkugeln. Heureka, bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Subjekt verwest nicht. Unberührt von unerbitterlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können es schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Aha, okay. Dann hat er es jetzt sozusagen hier an der Stelle geschafft. So, nehmen wir doch ruhig noch mal ein bisschen was mit. Wasser und Stofffetzen. Tolle Sachen. So, und dann gehen wir mal hier rein, weil das sagt er uns ja, hier sollen wir hin. So, und ich sehe, da hinten ist ein Feind und jetzt würde ich jetzt mal probieren, dass wir den uns mal vorknüpfen, indem wir mit Pfeil und Bogen so ein bisschen arbeiten. Also wir... Okay, da war jetzt ein bisschen blöd. Da war jetzt gerade der Sprung von den Pfeilen. Die waren alle und deshalb konnten wir jetzt da nicht weiterschießen. Hätten wir also einmal abvisieren müssen und wieder neu anvisieren. Na gut. Okay, aber wir haben ihn ja erledigt. Dann lasst mal gucken. Wage dich hinaus. Es ist verbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funke in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit verschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Mensch, der Balthasar hat aber echt viel Zeit gehabt zum Schreiben. Na gut, gibt es hier sonst noch irgendwelche schönen Dinge? Ja, guck mal hier hinter. Das sieht doch so aus, als wenn wir da... Kommen wir da hin? Pass mal auf. Oh ja. Wartet mal. Vielleicht können wir da mal was machen. Lass mich mal gucken. Ich glaube, den können wir hier wegmachen. Und wenn wir den weggemacht haben, können wir dahinter. Das braucht zwar ein bisschen Anstrengung, weil die halten relativ viel aus. Ist aber nicht unnütz, das Ding wegzumachen. Mein Gott, der hält aber aus. Du weißt schon, dass du kaputt gehen musst, ja? Genau. So, die hinterlassen nämlich auch Metallschrott. Das ist das Gute dabei. Oh. So, ein rostiges Schwert. Na gut.
Das kann sein, dass bei euch, wenn ihr das macht, was anderes dahinter da drin ist. Bei mir war es jetzt ein rostiges Schwert. Gut, das wollte ich dann gleich mal zerlegen. Und genauso hier diese provisorische Sense. Die bringt uns auch keine Punkte. Zerlegen wir auch mal. So, und warum sind wir hier? Na, deswegen. Warte mal, wir hauen mal hier nochmal einmal kurz rauf. Vielleicht gibt es ja hier tolle Sachen. Ne, leider nicht. Na denn, Überlebenden aufwecken. Los geht's. Seele entdeckt. So, na dann. Oh, und wir können schon wieder tolle Sachen bauen. Kleine Truhe bei der Werkbank. Sehr schön. Nägel können wir herstellen. Auch schön. So, wir gucken mal einmal, was unsere Quest sagt. Du hast einen Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Gut. So. Wenn du dich ausruhen musst, kannst du schnell zu deinem Zuhause zurückkehren, indem du deine Karte öffnest. Navigiere mit I zur Karte und wähle dein Zuhause aus. So, das ist das, was wir vorhin schon mal einmal geguckt haben. Ne, an der Stelle. Wenn wir jetzt hier auf Welt gehen, dann hätten wir jetzt hier die Möglichkeit, mit hier zu Hause Schnellreise da schnell hinzumachen. Aber das wollen wir an dieser Stelle noch nicht. Wir werden mich jetzt gleich hier noch was anderes machen. Ich würde hier jetzt einmal nochmal sehen, dass ich mit meinem Steinhammer hier nochmal kurz die Kapsel zerdeppere, um nochmal ein bisschen Metallschrott mitzunehmen. Auch wenn das ganz schön lange dauert. Keine Angst, das mache ich jetzt nicht die ganze Zeit, aber für die eine Kapsel exemplarisch machen wir das mal noch. Und nehmen, also immer wenn ihr Metallschrott braucht, da wo so eine Kapsel ist, außer die, wo die draus schlüpfen, also wo wir den jetzt den Schmied rausgeholt haben, die lässt sich nicht zerlegen. Ihr müsst immer darauf achten, dass in dem Sinne hier gewisse Zahlen an Schaden sozusagen gemacht werden. Und noch was nebenher, ihr könnt euch hier auch runterducken und auf die Skelette hauen. Und wenn ihr dann auf Plündern geht, dann bekommt ihr auch Knochen. Also ihr könnt auch, ich glaube, das geht auch sogar, glaube ich, ohne. Geht das auch ohne? Ohne, dass man auf C geht? Ich weiß das gar nicht. Jetzt habe ich es gerade so gemacht. Wartet mal, wir probieren es nochmal. Nee, ja doch. Genau. Also es geht auch im Stehen. Gut. Ja, und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, verlasse ich euch ja auch schon wieder. Aber nur so lange, bis ihr den Knopf findet, um auf die nächste Folge zu kommen. Und wenn es euch Spaß und Freude bereitet hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und als Unterstützung für den Kanal über ein Follow, das ist ganz klar. Und an der Stelle mache ich nichts anderes, als zu sagen, so wie immer, tschüss, schau, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Skynet Cyberdyne.